Es rollt wieder auf der Hagenstraße. Nach nur 4 Monaten Bauzeit wurde am 29. Februar die offizielle Freigabe gefeiert. Mit dabei waren Vertreter der Finsterwalder Stadtverwaltung, Stadtverordnete am Bau Beteiligte, Anwohner und die Finsterwalder Sänger. Die Hagenstraße war wie ein Golfplatz, selbst Medizinball im Loch verschwand. Ein Ausbaukonzept wünschten die Bürger, das nach 6 Jahren Umsetzung fand. Die Beseitigung des Regenwassers wurde geplant und war nicht ganz leicht. Selbst für Trinkwasser gab's neue Rohre, die Lebensdauer Jahrzehnte reicht. Dass wir die Sänger sind, das weiß ein jedes Kind. Wir leben und sterben für den Gesang. Was im Herbst 2017 mit einer Anfrage der Anwohner begann, wurde nun mit einem Schnitt durch das grün-weiße Band besiegelt. Für die Anwohner, die eigentlich schon immer an Staub gewöhnt waren, eine saubere Sache. Der Ausbau ihrer Straße hat sich gelohnt. Ja, zum Wohl auf Ihre neue Straße. Ich könnte mir vorstellen, so ganz lange wohnen Sie vielleicht noch gar nicht hier, oder? Wir sind tatsächlich ganz neu, seit einer Woche vor Weihnachten letztes Jahr. Genau. Und wir sind gekommen, da war die Straße gerade so zu. Die Stadtwerke waren fertig und die Straße war noch nicht asphaltiert, aber sie war so, dass der LKW zum Glück drauf fahren konnte. Da waren wir sehr dankbar und ja. Und dann konnten wir in Ruhe einziehen und alles hat wunderbar geklappt. Und jetzt freuen wir uns, dass wir unsere Kleine hier auf einer schönen asphaltierten Straße schieben können. Ja, immer im Fall. Gucken wir vorher, wir wissen ja viel vorher aus in die Straße. Nur solcher Buckelpiste, staubig vor allen Dingen und nass im Winter oder es läuft in eine Grundstücke rein. Ich sag mal, das kann man nicht haben. Wir sind ja sehr erfreut, ja. Das ist ja ein besonderes Laufen für uns. Und vor allen Dingen wollte ich gerne den Bauarbeitern Dank sagen. Also die waren spitze. Die haben zügig gearbeitet, die haben bei Wind und Wetter gearbeitet. Der Frost, da können sie nicht dafür, der kam dazwischen. Das war hervorragend und waren sehr hilfsbereit. Wenn wir nicht konnten, dann sind die sofort gesprungen und haben uns geholfen. Also das war wirklich gut. Für die knapp 260 Meter wurde eine einfache Variante gewählt, die dann doch nicht so einfach zu bewerkstelligen war. Also ist schon ein grundhafter Ausbau, allerdings ohne Gehwege, weil einfach die Breite auch nicht da war. Das Grundproblem ja hier in der Hagenstraße, wie auch im anliegenden Siegfried- und Kriemhildstraße, die ja so die typischen Sandstraßen in DDR-Baugebieten waren, wo Eigenheime errichtet wurden, ist immer das Regenwasser. Ja? Und je feuchter das wurde, umso schlechter sind natürlich dann auch die Straßenverhältnisse geworden. Und insofern ist es, glaube ich, gut, dass wir hier sozusagen einen dieser Straßenabschnitte jetzt heute hier übergeben konnten. Die Planung hat wieder mal die Deltaplan-Ingenieurgesellschaft übernommen. Ja, es war ein gutes Zusammenspiel. Wir haben ja die Stadtwerke wieder mit im Boot gehabt, traditionell. Die haben also die Leitungen, die erst in die Erde müssen, erneuert. Und dann hat man eine sehr gute Baufirma, die wirklich sehr eng auch in Absprache mit den Anwohnerinnen und Anwohnern dann ihre Bauarbeiten realisiert haben. Mit dem kurzen Wintereinbruch fast sozusagen eine Punktplanung termingerecht eigentlich die Bauarbeiten realisiert. Jetzt im Frühjahr werden noch die Regenmulden begrünt. Wenn es dann so langsam warm wird, wird es dann auch schön grün sprießen. Und insofern denke ich wieder ein Abschnitt in der Stadt gut ausgebaut. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Ausbau der Hagenstraße auf 240.000 Euro.